Hallo und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge von Revierinformationen auf den Punkt gebracht. Ich bin Ümit Uzun und heute geht es natürlich auch wieder um ein wunderschönes Revier. Dieses Mal im Tyrrhenischen Meer. Man könnte diese Destination fast schon in drei separate Bereiche aufteilen. Wir werden uns in diesem Beitrag etwas mehr auf einen dieser Bereiche konzentrieren, da er für die meisten Charterkunden, die in Süditalien oder Sizilien ihr Schiff übernehmen, ein absolutes Muss darstellt. Die Liparischen Inseln. Charterbar-Yachting. Einfach mehr. Mit den drei Bereichen, die ich in der Einleitung angesprochen hatte, meinte ich die Region Süditaliens am Festland, die Insel Sizilien und eben die Liparischen Inseln. Bevor wir zu den seglerischen Besonderheiten, den nautischen Bedingungen und ein paar Charter-Tipps kommen, möchte ich wie immer zu Beginn noch etwas Allgemeines zum Revier anmerken. Die insgesamt 7 der Liparischen Inseln sind Teil einer vulkanischen Kette, die vom Vesuv bei Neapel bis hin zum Ätna auf Sizilien reicht. Diese ist dadurch entstanden, dass sich die afrikanische über die euroasiatische Erdplatte geschoben hat, und auch eigentlich immer noch schiebt. Das geschieht natürlich sehr, sehr langsam, deshalb bekommen wir das auch nicht richtig mit und glücklicherweise kommt es hier auch selten zu Erdbeben. Dennoch sind innerhalb der letzten 350.000 Jahre nördlich von Sizilien 20 Inseln aus dem Meer aufgetaucht. Die 7 besiedelten Inseln heißen Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Filicudi, Alicudi und Panarea und liegen etwa 15 bis 20 Seemeilen von Siziliens Nordküste entfernt. Auf den Liparen selbst gibt es aktuell keine Charterbasis. Als Segler startet man also meist von Tropea, also vom Festland Süditaliens aus. Oder alternativ von der Nordküste Siziliens, zum Beispiel von Palermo. Auf Sizilien gibt es auch noch weitere Stützpunkte für Charterjachten, die sich zum Beispiel im Westen bei Trapani oder im Südosten in Catania befinden. Und sogar ganz im Süden gibt es inzwischen auch die Möglichkeit zu chartern. Diese Basen eignen sich natürlich in erster Linie dafür, die Küste Siziliens zu erkunden oder im Falle von Trapani die im Westen Siziliens liegenden ägadischen Inseln zu besuchen. Wer aber die Liparischen Inseln besuchen möchte, startet wie gesagt am besten von Tropea, Porto Rosa oder auch von Palermo eben. Die Anreise ist auch absolut unproblematisch. Man kann zum Beispiel einen Direktflug nach Lamezia Terme buchen. Das liegt dann gerade mal 62 Kilometer von Tropea entfernt. Einfach ein Taxi nehmen und ab zur Basis. Alternativ dazu können wir natürlich auch einen Transfer über den Vercharterer vor Ort arrangieren. Tropea ist übrigens eine wirklich wunderschöne kleine Stadt. Verwinkelte Gässchen, urige Cafés und richtig nette, typische italienische Restaurants. Die Architektur von früher, und ich meine damit das Jahr um 1500, ist hier größtenteils immer noch vorhanden. Von Tropea aus sind es dann ca. 30 Seemeilen zu den Liparischen Inseln. Ein schöner Schlag, bei dem man den Alltag ganz schnell, ganz sicher, verdammt weit hinter sich lassen kann. Die 7 Liparischen oder Äolischen Inseln, wie sie genannt werden, sind allesamt bewohnt und haben zusammen eine Fläche von rund 115 Quadratkilometern. Die Einwohnerzahl beläuft sich insgesamt auf gerade mal 14.000 Einwohner. Die größte Insel ist Lipari mit 37 Quadratkilometern und die kleinste mit gerade mal 3,4 Quadratkilometern ist die Insel Panarea. Da es sich bei den Inseln um Inseln vulkanischen Ursprungs handelt, wurden sie im Jahr 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Auch heute gibt es noch aktive Vulkane auf den Inseln, wie zum Beispiel den Vulkan Stromboli, welcher sich auf der gleichnamigen Insel befindet und der einzige noch ständig tätige Vulkan Europas ist. Mit etwas Glück kann man bei Nacht beobachten, wie er seine glutrote Lava in den Himmel spuckt. Der Vulkan Grande Fossa auf der Insel Vulcano ist schlummernd und nur leicht aktiv. Verwunderlich ist, dass diese faszinierende Inselwelt trotz der tollen Vulkane bisher vom Massentourismus verschont geblieben sind. Das Charterrevier sowie seine Natur sind sehr abwechslungsreich. Neben ihren vielen unterschiedlichen Landschaften und den hübschen Dörfern
können die Liparischen Inseln auch mit ihren wunderschönen Felsküsten sowie mit ihren traumhaften Buchten beeindrucken. Zum Klima kann man sagen, dass es sich typisch mediterran verhält. Von Oktober bis April liegen die Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad und von Mai bis September zwischen 20 und 30 Grad. Die Wassertemperaturen schwanken zwischen 15 Grad im Winter und sogar 26 Grad im Sommer. Falls der eine oder andere jetzt aber auf die Idee kommen sollte, sich im August hier zu verirren, dem muss ich gleich davon abraten, denn im August haben alle Italiener Urlaub. Und das heißt, dass alles, also wirklich alles Touristische überlaufen ist, ob Marina oder Hotel, alles ist voll. Und die Preise sind dann natürlich auch nicht gerade günstig. Also lieber Mai, Juni, Juli, September oder auch Anfang Oktober aufs Wasser gehen. Zu den vorherrschenden Winden gehört der Mistral, der wie im restlichen Mittelmeer aus nord-nordwestlichen Richtungen weht. In den Sommermonaten ist der Wind allerdings recht schwach. Auf Motorstunden muss man sich daher leider auch mal einstellen. In Landnähe kann sich der Wind dann auch mal mit dem thermischen Land- bzw. Seewind in die Quere kommen. Aber auch das kennt man ja von vielen anderen ähnlichen Revieren auch. Durch die Großwetterlage kommt es im Sommer übrigens auch ab und zu mal zum Scirocco aus Südosten. Der bringt dann trockene, heiße Sahara-Luft mit sich. Aber grundsätzlich muss man sich hier nicht auf irgendwelche tückischen Winde oder gar Starkwinde einstellen. Selbstverständlich kann es auch hier mal zu einer durchziehenden Schlechtwetterfront kommen. Aber auch das sind Situationen, die einen gut in jedem Segelrevier erwarten können. Ich würde das Revier ehrlich gesagt nicht als mordsanspruchsvoll bewerten. Die Winde sind moderat und Tidenhub, den gibt es ja hier eigentlich auch überhaupt nicht. Etwas anspruchsvoller wird es dagegen, wenn man an einer der Vulkaninseln seinen Anker wirft. Das Ufer fällt hier aufgrund der geografischen Gegebenheit, wir haben es schließlich mit einem Vulkan zu tun, steil ins Wasser ab. Das heißt, dass der Anker hier nicht unbedingt gut halten wird. Ein paar Versuche sind hier oft angebracht, bis man wirklich sicher liegt. Wer auf die Ankerspielchen keine Lust hat und auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte auf jeden Fall lieber einen Hafen oder eine Marina aufsuchen und dort festmachen. Auf der Insel Lipari gibt es mehrere kleine Marinas in der Bucht der gleichnamigen Stadt. Die meisten dieser Häfen haben Kapazitäten für etwa ca. 15 Boote. Auch auf der Insel Salina befindet sich eine Marina, allerdings mit einer viel größeren Kapazität, und zwar die Santa Maria Salina. Die liegt an der Ostküste und hat 160 Liegeplätze. Aber auch an der Nordseite Siziliens zum Beispiel, nur 15 Seemeilen von den Inseln entfernt, kann man in der neuen Marina Capo di Orlando festmachen. Die Marina wirbt mit 500 Liegeplätzen, Bootservice, sanitären Anlagen, Bar, Restaurant, Minimarkt, Shops, Waschcenter und auch einem Yachtclub. Gut, kommen wir nochmal kurz zurück zu den Inseln. Diese bieten wirklich ein außergewöhnliches Bild. Mit etwas Glück kann man sogar nachts sehen, wie der Stromboli seine glutrote Lava gen Himmel spuckt, wie wir vorhin ja auch schon angesprochen hatten. Der Vulkan erhebt sich exakt 924 Meter über den Meeresspiegel. Auch wenn sich auf dieser Insel alles um diesen Berg drehen mag, hier gibt es auch zwei charmante Dörfer, die man sich auf jeden Fall mal ansehen sollte. Typische enge Straßen mit kleinen Geschäften und urigen Lokalen findet man zum Beispiel auf der Piazza im Haupthafen von Ginostra. Und eines muss ich hier leider auch noch loswerden. Die Einheimischen haben sich hier natürlich auch auf den Landtourismus eingestellt. Und so sieht man an jeder Ecke irgendwelche Tourenanbieter, die dann in den hochfrequentierten Zeiten die Massen auf den Berg treiben. Auch an dieser Stelle sieht man, wie wertvoll es sein kann, eben nicht in der Hochsaison hier Urlaub zu machen. Aber draußen auf dem Meer, da sind wir Segler natürlich immer noch so gut wie alleine. Die Inselwelt bietet neben der atemberaubenden Kulisse und den verschiedenen Inseln eben auch kurze Etappen. Somit kann man innerhalb einer Woche doch recht viel verschiedene Inseln ansteuern und erlebt dadurch einen abwechslungsreicheren Turn als in einem anderen Revier. Man kann fast sagen, dass jeder Turn in diesem Revier einem One-Way gleichkommt. Bis auf den Ausgangshafen, der zugleich auch Rückgabeort der Yacht ist,
da kommt man hier täglich woanders hin und kann einen schönen Rundkurs absegeln. Auch die Nordküste Siziliens zwischen Marsala im Westen und Reggio Calabria im Osten bietet einige Sehenswürdigkeiten. Und wer zwei oder mehr Wochen an Zeit mitbringt, kann sogar in Ruhe eine Umrundung Siziliens in Angriff nehmen. Vor allem an der Südküste ist man als Segler so gut wie allein. Diese Region ist vom Tourismus immer noch weitestgehend unerschlossen und bietet mit seinen ursprünglichen Örtchen und freundlichen Menschen nochmal einen Kontrast zum Rest Italiens. Auch die Ägadischen Inseln will ich hier nochmal kurz ansprechen. Das sind die Eilande im Westen Siziliens, die ich zu Beginn kurz erwähnt hatte. Wer hier von Trapani aus startet, findet ein beschauliches, aber extrem ursprüngliches und ruhiges Revier vor. Die Distanzen sind sehr kurz und ja, Erholung ist hier definitiv auch vorprogrammiert. An dieser Stelle wird einem auch klar, was die Besonderheit dieses Reviers ist. Es ist unglaublich facettenreich. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten einer Routenplanung. Das ist sicherlich auch mit einer der Gründe, weshalb sich die meisten unserer Kunden, die hier schon mal ein Schiff über uns gechartert haben, zu ja, Wiederholungstätern werden. An dieser Stelle vielleicht noch ein kurzer Einblick auf ein paar weitere Örtlichkeiten. Die Insel Salina unterscheidet sich beispielsweise von den anderen Inseln insofern, als dass hier über 400 verschiedene Pflanzenarten vorkommen. Es gibt hier drei erloschene Vulkane und deren bergige Hänge sind übersät mit zahlreichen Bäumen und Pflanzen. Der Grund dafür sind die, ja, zahlreichen Wasserquellen, die den vulkanischen Boden zu dieser grünen Farbenpracht verholfen haben. Die Insel Stromboli mit seinem berühmten, stetig leicht spuckenden Vulkan und Tropea mit der tollen, jahrhundertealten Architektur hatten wir ja bereits angesprochen. Oder Vulcano zum Beispiel. Diese Insel war mal Opfer eines ja, verdammt starken Meeresausbruchs. Man muss sich das so vorstellen, dass der Meeresgrund nördlich der Insel förmlich auseinanderbrach. Das verursachte richtige Fluten aus geschmolzener Lava. Diese wiederum bildeten eine Verbindung zur Insel selbst. Dann, vor über ca. 100 Jahren, brach der Vulkan auf der Insel aus und formte die skurrilsten Basaltskulpturen. Der Ort wird übrigens heute noch Tal der Monster genannt. Wer hier vorbeisegelt, wird quasi Zeuge der geologischen Geschichte der äolischen Insel. Auch Panarea zum Beispiel ist eine Insel, bei der man das Gefühl hat, in der Vergangenheit zu sein. Zumindest wenn man sich die Landschaft, die schönen Strände und die Berge mit den Felsformationen ansieht. Hier gibt es nämlich auch gehobene Restaurants, Bars und tolle Cafés. Ganz schön viel für eine Insel, die nur 3,5 Quadratmeter groß ist. Quadratkilometer groß ist. Fehler. Ja, und zum Abschluss vielleicht noch die Küste von Sizilien, die ich ja schon angerissen hatte. Wer Zeit hat, sollte sich wirklich mal auf den Weg rund um die große Insel im Süden machen. Das lohnt sich ebenfalls, da auch Sizilien eine wunderschöne Naturkulisse besitzt. So ragt das Land an der Nord- und Ostküste steil aus dem Meer und es gibt zahlreiche Felsküsten und wunderschöne Buchten mit vielen Sandstränden. Richtung Süden wird das Land ebener, die Küste flacher und die Sandstrände länger. Auch für Kulturinteressierte gibt es auf Sizilien einiges zu sehen. Neben den beschaulichen Städten gibt es hier einige Kirchengebäude, Paläste, Plätze und auch Museen. Die Architektur der Insel stammt größtenteils aus der Antike, doch nachdem 1693 ein verheerendes Erdbeben die südöstlichen Teile Siziliens zerstörte, wurden Städte wie Noto, Modica oder Catania im Stil des typisch sizilianischen Barocks wieder aufgebaut. 8 dieser Städte wurden bereits in das UNESCO-Welterbe aufgenommen. Und hier habe ich übrigens auch ein schönes Buch, das ich empfehlen kann. Thomas Käsbohrer, der unter anderem auch viel für die Yacht schreibt und den ich persönlich auch sehr gut kenne, hat hier ein wirklich tolles Buch herausgebracht, was ich hier hinten auch gleich mal einblende. Darin beschreibt er seine Erlebnisse rund um Sizilien. Toll geschrieben und wirklich überaus informativ. Den Link dazu, wo man das bestellen kann, packe ich unten in die Beschreibung. Gut, jetzt habe ich wirklich viel über das Revier rund um Süditalien, Sizilien und ja, eben in erster Linie über die Liparischen Inseln gesprochen. Wie gesagt, ein Revier wie aus dem Bilderbuch. Gut zu erreichen, einfach zu besegeln, abwechslungsreich mit viel Natur, Inseln, schönen Ankerplätzen und Stränden,
aber eben auch historische Städte mit traditionellen und auch gehobenen Restaurants, Cafés und auch ja, Boutiquen. Der wichtigste Tipp ist, wie gesagt, der, dass man hier nicht unbedingt im August seinen Turn machen sollte. Wer sich hier einen Einblick über die vor Ort angebotenen Yachten machen möchte, kann das am einfachsten über die Yacht-Suchfunktion auf unserer Webseite charterbar-yachting.de machen. Einfach in der Suche unter Italien die gewünschte Region eingeben und die gewünschten Parameter zur Wunschjacht eingrenzen. Das System spuckt automatisch die vor Ort angebotenen Yachten inklusive der Ausstattung, der Preise und der Rabatte aus. Dann können Sie sich Ihre Favoriten einfach auf eine Wunschliste setzen, diese vergleichen und mit einem Klick an uns ins Büro senden. Wir erstellen Ihnen dann ein unverbindliches Angebot und Sie können diese dann bequem mit Ihrer Crew besprechen. Kulinarisch kann man sich hier in der Region natürlich auch austoben. Schließlich sind wir hier in Italien. Die liparische Küche ist aber nicht nur italienisch, sondern man spürt hier auch den Einfluss der Araber, Franzosen und Spanier, die hier in der Vergangenheit durchaus ihre Spuren hinterließen. Eine der traditionellen Speisen, welche sowohl als Vorspeise als auch zwischendurch serviert wird, sind beispielsweise Arancini. Das sind frittierte und gefüllte Reisbällchen, die aufgrund ihrer Form und ihrer Farbe aussehen wie kleine Orangen, daher auch der Name. Als Hauptspeise servieren die Inselbewohner gerne Farsu Magru. Italiener unter Ihnen werden meine Aussprache wahrscheinlich jetzt verfluchen, aber ich kann es leider nicht besser. Ja gut, aber bei diesem Gericht handelt es sich um einen Rollbraten aus Rindfleischscheiben, serviert mit Rosmarinkartoffeln oder auch kalt mit Tomatensauce. Gut und klar, natürlich gibt es hier auch viel Fisch. Das ist natürlich mehr als perfekt für alle Fischliebhaber wie mir, denn die Auswahl ist hier wirklich riesengroß. Gegrillter Fisch mit einer Soße aus Olivenöl, Zitronensaft und Knoblauch, herzhafte Frikadellen aus Thunfisch, dann Tintenfische mit einer würzigen Tomaten-Kapernfüllung oder gefüllte Schwertfischrouladen, ja, um schon mal einige der kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Meer hier zu nennen. Eine inseltypische kalte Beilage ist der gemischte Salat, Insalata Liparota, so heißt er. Aus Pellkartoffeln, Zwiebeln, Tomaten und natürlich Kapern. Diese geschmacksintensiven Früchte sind natürlich besonders charakteristisch für die liparische Küche. Von besonderer Qualität gelten übrigens die von Salina. Wer nach all diesen Leckerbissen noch Lust auf eine süße Nachspeise verspürt, sollte ein Stück der hausgemachten Torta di Mandorle, einen lockeren Mandelkuchen, zusammen mit einem Gläschen Malvasia probieren. Mit diesem goldgelben, likörartigen Dessertwein, der auf der Insel Salina produziert wird übrigens, beschließt man in der Regel ein köstliches Menü auf den liparischen Inseln. Also eigentlich sollte man allein schon aus kulinarischer Sicht die liparischen Inseln auf die Liste seiner zukünftigen Charterreviere setzen. Ja, aber mal ganz ehrlich. Ganz gleich, wie ich hier rede und Sie informiere, wirklich individuelle Beratung bekommen Sie, wenn Sie uns am besten persönlich kontaktieren. Sie können uns gerne jederzeit eine E-Mail schreiben an info@charterbar-yachting.de. Oder aber noch besser, Sie rufen uns einfach an. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden. Unser Team kann Ihnen dann Fragen zu diesem oder auch zu allen anderen Yachtcharterrevieren dieser Erde beantworten und Ihnen dann auch perfekt auf Sie zugeschnittene Angebote zu Ihrer gewünschten Charterjacht zuschicken. Auch mich erreichen Sie hier persönlich. Wenn Ihnen das Video hier gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn Sie uns einen Daumen nach oben geben oder dieses Video auch mit Ihren Freunden und Bekannten teilen. Diesen Beitrag hier finden Sie übrigens neben vielen weiteren spannenden Yachtcharter-Themen sowohl in geschriebener Form als auch im Hörbuchformat bei uns auf dem Blog unter blog.charterbar-yachting.de. Und apropos Hörbuch, einen Link zu unserem Audio-Podcast habe ich genauso wie alle anderen Links auch unten in der Beschreibung vermerkt. Und wenn Sie auch immer in Zukunft in Sachen Yachtcharter und mehr up-to-date bleiben wollen, dann folgen Sie unserem YouTube-Kanal oder schauen Sie auch mal auf unseren anderen sozialen Medien vorbei. Ich bin sicher, dass Sie dort einiges finden werden, was Ihr Herz begeistern wird. Gut, das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zusehen, einen schönen Tag noch
und bis zum nächsten Mal. Charterbar Yachting. Einfach mehr.